Ja, fantastischen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Erkundungs in Blau. Das letzte Mal haben wir ein... Ja, gut, dass ich reden kann. Das letzte Mal ist uns gerade Wow wieder im Traum begegnet, nachdem das Reiterteam von Turtok wieder zurückgekommen ist in die Stadt. Naja, was heißt gekommen ist, es lag schwer verletzt am Boden rum. Und wir mussten den neuen Mut machen, dass wir Team Simsala retten wollen vor Groudon. Dann ist uns gerade Wow im Terror erschienen und hat uns gesagt, unsere Reise nähert sich dem Ende. Und ja, dann haben wir... Das lief nicht gerade gut für uns. Ja. Wir brauchen keine Informationen. Die Frage ist, ist Isa noch mit dabei? Wenn nicht... Ja, mal gucken. Auf jeden Fall hat uns gerade mal gesagt, dass uns... dass unser Abenteuer bald zu Ende ist und nähere Informationen gibt es dann, wenn es soweit ist. Ob es irgendwie noch Afterstory in dem Spiel gibt, weiß ich tatsächlich nicht. Ich würde schätzen, ja. Weil... Sonst wäre es ja wirklich irgendwie schon relativ arg kurz. Aber ob ich die Afterstory noch richtig aufnehmen werde, das weiß ich tatsächlich nicht. Muss ich mal noch überlegen, tatsächlich. Ah, jetzt kann er auf einmal helfen. Lido Queen. Hm, Arschloch. Ja. Es sieht sowieso so aus, als würden wir jetzt mehrere Versuche brauchen. Ja, ja, lief nicht gerade für uns, sei noch schwierig, dann bla bla bla. Ja, was willst du denn für Informationen beim Pokémon-Platz bekommen? Schon wieder besiegt. 15 Mal waren wir jetzt schon in dieser... Warum schaffen wir es nicht? So schwach können wir doch nicht sein. Da fehlt uns einfach der Wille zum Sieg. Der Wille zum Sieg, das Willenskraft jetzt wird es für. Schätzchen, wir werden den Willen haben zu gewinnen. Und werden auch gewinnen. Groudon, hüte dich, willkommen. Hurra! Es ist zu schwer zu dringen, aber es ist sehr hilfreich, dass andere Ritterteams uns informieren, was da unten los ist. Aber was ist das nur Simsala geworden? Wenn ein Dungeon besiegt worden wäre, dann wäre er hierher zurücktransportiert worden. Wenn ich zurückkehrt, ich kann es eigentlich nur heißen, dass er noch im Dungeon ist, oder? Nur heißen, dass er eigentlich noch im Dungeon ist. Ja, deswegen meine ich ja, was würden die dann für Infos geben? So. Dritter Versuch. Und natürlich wieder Nidoqueen und Nidoking. Hey. Das sind Biester. Und wieder auf engstem Raum, wo man nicht ausweichen kann. So. Es gibt nur 180. Oh, hey, hey, wir haben es geschafft. Wir haben eine Treppe gefunden. Oh, eine zweite Treppe. Geil. Wir kommen ja richtig weit. Eine dritte Treppe. Also, das ist schon wirklich ein Wunder. Eine TM. Flammenwurf? Oh, nice. Das ist geil. Die Rauchwolke kann man eigentlich gut behalten. Einerseits will ich gut behalten, andererseits ist Flammenwurf halt geil und Tekla hat so schön viele HP und Ruckzuckrieb geht halt über zwei Leute. Rauchwolke geht auch durch die... Und Rauchwolke ist halt praktisch für Bosse, dass die nicht treffen. Ja, ich mach die Glut weg. Konfusion. Aussetzer.
Konfusion. Bringen nur 180, das ist schon... arg wenig. Ein Doppelkick und ich bin weg. Wurf sollte eigentlich auch durch die Wand gehen. Das war dumm. Aber ich hatte ja keine Pfirsichbeere mehr. Gegen Vergiftung halt. Schön, dass ich einfach auch eine Vergiftung bekomme. Schaue ich es schon gegen die zwei Dinger, dann ja, komm. Das ist wirklich belastend. Egal, ist trotzdem gutes Training. Die Magma-Höhle wird wahrscheinlich zwei Dinger haben, wo ich hoffentlich nochmal zwischendurch an die Items komme. Und tschüss. Sackgasse, finde ich nicht geil. Konfusion. Und ein Kratzer, hinterher. Ich glaube, ich muss sowieso erstmal ein bisschen trainieren, tatsächlich. Sandung ist nicht das Problem, sondern Nidoqui. Ja. Sehr schön. Konnte ich gerade so noch entkommen. Aber bisher kaum Feuer-Pokémon. Aber wirklich ausreichend, genau auf den Punkt. Chakizel, ein Doppelkick hat gereicht. Also mit Nidoking und Nidoqueen ist wirklich echt eine Scheiße. Oder wie Stewie sagen würde, eine Blamasch. Eine riesengroße Blamasch. Magma-Höhlen denke ich aber auch eher an Feuer-Pokémon und nicht an Boden-Pokémon. Und wie gesagt, ich brauche eine fucking Wasserattacke. So kann man nicht. Sonst kann ich nichts machen. Ich glaube, ich bin sowieso komplett underlevelt. Ach so ein Ding ist das radikal. Verschwinde ruhig. Unverschämtheit. Nee, bin ich echt frech von radikal. Und tschüss. Konfusion.
Wieso? Konfusion ist doch speziell und nicht physisch. Wie kann mich denn der Giftstachel von mir treffen? Jetzt werde ich am Gift krepieren. Ach ja. Genau vor der Treppe. Geil! Ey, so hat man es doch echt wirklich lieben gerne. Ja, ja. Es lief nicht gut für uns. Ja, das werden wir jetzt noch ein Weilchen lesen. Keine Risiko eingehen. Keine Risiken eingehen. So, keine Risiko eingehen ist schlicht deutsch. Rotgummi hilft mir gerade gar nichts. Dass ich aber auch immer so komplett underlevelt bin, finde ich schrecklich. So. Und jetzt sollte es sein. Aber drei Konfusionen, um ein Ding zu besiegen. Wie, es bringt nur 130. Das ist wohl ein schlechter Scherz. Wieder vergiftet. Ja, so wird das nichts. Ja, das lief nicht gerade gut für uns. Es ist nicht so schwierig. Wir haben bloß die falschen Pokémon gerade vorne. Ja, so schwer ist es gar nicht. Wir haben nur falsche Pokémon gerade in den ersten Ebenen. Ein Scheiß ist das. Fängt man schon mit Nidoking an in der untersten Ebene. Was sollte das denn jetzt? Und die gesamte Ebene ist so, erstreckt sich so lang und trotzdem kein Item. Ich nicht mal was Hilfreiches finde, das ist auch was, mich relativ abfuckt. Und Tschüssikowski. Nein, warum auch?
Ja, jetzt brauchst du keine Ruckzuck-Keep einzusetzen. Da Level ab. Geil. Nein. Der will ich nicht. Das sieht schlecht. Oh, gerade so noch. So. Das Geld spielt sowieso keine Rolle, was ich einsammle, weil das wird sowieso alles verloren. Sobald ich drauf gehe. Mann. Mann, warum? Warum? Schön. Aber ich jetzt irgendwie... Nein, auch keine Attacke. Scheiße. Und etwas. Oha. Der gibt 217. Ein Georock. Ein Georock gibt 217 Erfahrungspunkte. Und Nidoqueen und Nidoking nicht mal 200. Das ist wirklich harsch. Flüchte. Aber das war es jetzt wahrscheinlich. Nein, warum hast du... Dein erst Arbor. Dass das nicht sehr effektiv ist, hat das ganz schön reingehauen. Ach, ein Gummi ist hier oben nur. So. Finde ich geil, auf der Treppe zu stehen. Thank you.
Paco 1 wurde besiegt. Makako 2 wurde besiegt. Ich habe aber kein Top-Elixier. Und Arbok wurde besiegt. Und ich habe den richtigen Weg gewählt. Junge. Ich bin gut drauf. Yeah, Mann. Folterknecht braucht man nicht. Raub. Scheiße. So. Du musst ja unbedingt gegen Makago kämpfen. Und weg. Tschüss. Drauf geschissen auf das Item. Silberdorn. Ha. Ich will mich hier mit Eisendorn abschmeißen, wenn ich gerade Silberdorn gefunden habe. Oh nee. Wirklich? Und ich dachte, das war's schon. So, und irgendwie habe ich's, schaffe ich's durch die brenzlichen Lagen gemacht. Flammenwurf bitte. Okay, das war's. Oh mein Gott. Oh. Jesus. So, ich habe aber keine Attacken mehr. Das ist Bullshit. Und dann kriege ich auch keine... Dann kriege ich keinen Dings hin. Kein, Quatsch, nicht Dings hin, sondern kriege ich keinen Top-Elixier. Ein Apfel ist auch mal was Schönes, eine schöne Abwechslung und... Ja. Das war's mal wieder komplett. Vier Kratzer brauche ich, um meinen Geowatz zu besiegen. Aber warum gibt ein Geowatz weniger als ein Geowatz? Das macht keinen Sinn. Oh Gott, es geht noch weiter. Oh Gott.
Ich habe Angst. Ich habe legit Angst gerade. Ich bin Ebene 16. Ich schätze mal... Der sollte jetzt auch nicht mehr so viel Quatsch, nicht mehr. Genau, nicht mehr so viel aushalten, das wollte ich sagen. Hey, da habe ich Tiefkitzen da rein. Ja, das war's definitiv. Ich esse jetzt noch genüsslich nach. Dann hoffen, dass ich ein bisschen Glück habe. Und ich es irgendwie schaffe, zu der Treppe zu gelangen. Aber Glück ist mir nicht hold. Ja, das kann man vergessen. Hey, Ebene 19 waren wir und dann kommt ein... ich hab ne Idee. So. Mein Problem ist, ich weiß nicht, wann ich... ob ich wieder so einen guten Lauf haben werde. Beim nächsten Mal. Ja. Sind voller Inspiration, besonders hole ich heute diese Haus mit dem Scheiß, das ist so, wir kommen die gleich getränkt. Nicht nur die Brüderchen, auch ich bin über alle Maßen gerührt. Brüderchen, mein Bruder. Ich werde alles daran setzen, noch mehr und bessere Items und Orbs zu beschaffen. Alles mit dem Stolz der Händler. Okay, okay. Oh, Eisstrahl, das ist geil. Durchbruch. Kann ich mir eins davon leisten? An dir gesprochen, ich würde... Nein, wird nix. Gut, dann würde ich sagen, beende ich hier mal den Part. Man sieht sich das nächste Mal wieder wahrscheinlich in der Basis, weil ich dann wahrscheinlich ein bisschen trainieren werde. Bis dann würde ich sagen, tschüss, hauen Sie rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.